Damit wir ein paar Quests machen können. So, dann können wir auch mal mit den anderen mal wieder reden. It's a difficult decision. Just be sure to consider your own feelings first and foremost. I feel certain that Callista would like you to do the same. I doubt any of us will criticize you, no matter what you decide. I don't really care about all this night business. Just let me swing a sword around and enjoy the odd drink. That's all I need. But, I'd hate to work with that prat from the other day. Who did he think he was? Anyway, it's up to you. Na, vielen Dank. So, heute Farben, da wollte ich da auch noch was ausprobieren. So. Teile entfernen. Aber nicht besser. Wie sieht es hier aus? Ist am nächsten. Sieht auch interessant aus. Aber das können wir lassen. Den Gürtel auch. Ja, obwohl. Der Kettenhemd, das wollte ich doch nicht. Jurek hat auch nichts bekommen, außer den Gürtel. Okay. Rock. Moment mal. Was hatte ich denn jetzt hier an? Schwere. Wieso sieht das bei den Ledern genauso aus? Er hat leichteres so. Ich verstehe es nicht. Teil entfernen. Okay, das ist doch. Ach so, schwere Rüstung hatten wir ja mit Seel eigentlich, ne? Stimmt, da war ja noch was. Ersatzgürtel? Nee. Lassen das so. Sieht auch sehr interessant aus. Dann sieht man den Armreifer gar nicht. Eine Kombination zwischen die Hose und das Oberteil hier. Das wäre in Ordnung. Aber okay. Das lassen wir dann einfach mal so. It seems like a pretty easy decision to me. Even if you do swear allegiance, it's not like you have to stick to it. And you get a girl out of it. Why say no? If you spend too long thinking about it, you'll only miss your chance. Ja. Das ist halt die Frage, was soll ich machen? I think I'd go for it. I mean, yeah, working for the Count won't be a bed of roses. But I don't think knights have to do so much dirty work. The mercenary business isn't one you stay in for life. Ja, war es mir jetzt auch nicht gerade leichter, eine Entscheidung zu fällen. Oh, I'm the worst father in the world. Rabenvater. Ist das jetzt eine Nebenquest? Hi, Zael. Did you hear? Horace is going around town looking for you. Ja, ich weiß. There was a man in a robe. He kidnapped my daughter. I tried to chase after him, but he tore me to shreds. I didn't stand a chance. Oh, damn it all to hell. What can a normal guy like me do in a situation like this? I've never even touched a weapon before. How can I rescue my daughter? Hey, could you find out where he's keeping her? Oh, I would if I knew the first thing about fighting. Ach, genau. Die Nebenquest. Das sind wieder verschiedene Kapitel.
Ich möchte aber versuchen, diesmal in der richtigen Reihenfolge, aber davor möchte ich mich noch mal ein bisschen vor Informationen. Ich weiß, das Herrenhaus ist Kapitel 22. Ich weiß nicht, das ist das Einzige, was ich mir merken konnte. Das jetzt mit dem Mädchen könnte vielleicht sogar 23 sein. Sind wir jetzt in 20 oder 21? Das ist nämlich auch so die Sache. Ich weiß gar nicht, in welchem Kapitel wir uns befinden. Es steht ja auch nirgendwo dran. Option auch nicht. Inventar, Status. Licht des Fremden und... Ah ja, haben wir. Habe ich. Warren, dir geht's wieder wohl besser. Ah, du bist ja wieder... Haben sich Sorgen gemacht, während du weg warst. Jupp, ich bin wieder da. Okay, das haben wir wieder. Horace und den Vater. Gut. Und ansonsten müssten wir bestimmt auch noch Nebenquests haben, die wir starten können. Draußen haben wir ja noch genug Leute gehabt, mit denen man reden konnte. Watch where you're going. So, ich muss schon wieder mal reden, wegen reden. Aber da will ich mich noch mal schlauer machen. Dafür habe ich hier die Seite. Ich denke mal, wir sind irgendwie über Kapitel 20. So, ich weiß noch nicht mal so wie viele noch. Ow, that hurt. Knock it off. Ich glaube, die zählen auch doppelt. Ow, that hurt. Knock it off. So. Ow! Ow, that hurt! Excuse me! Ow, that hurt! Knock it off! Macht schon irgendwie ein bisschen Spaß. Na, komm her. You want me to call a guard on you? Verarschen. Ow, that hurt! Knock it off! Okay, darf. Lass die Faxen. So, oh. Hier, müssen Menschen hier. Watch where you're going. What? Watch where you're going. Oh, hier jetzt. Bam, 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 bam. Youngsters these days. Da, 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 da. What's the... What was that for? Yeah. What's the big idea? Ich glaub... Watch where you're going. Ja, komm, wir prügeln uns hier. Komm her, komm her. Ow, that hurt. Ich denke mal, wir haben gleich die 300 erreicht. What was that for? Ach, guck mal, alten Mann hier auch nochmal umstoßen. Dann haben wir den Pantomimenmann. What's the big idea? Komm her. Oh, hier wird's schön. Da, 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 oh. Bam. What's the big idea? Bam, bam. Ow, that hurt. Das war doch mal schön. Hey, watch it, mister. Jetzt noch einmal hier die Ow. Vier. Hey, watch it, mister. Na, komm, den da will ich auch noch. So. What's the big idea? Mal auf den Rückweg noch mal ein paar anstupsen. What was that for? Das war, glaube ich, hier, ne? Können wir hier runter? Irgendwo schwimmen gehen? Ja, Master Zale, ich weiß, Master Zale. Der Grafen will mit mir reden. Well, I never. Das juckt mich aber jetzt gerade nicht wirklich. Ach, jetzt war die andere Seite. Das war die andere Seite. Schwimmen. Das war da hinten.
So, haben wir die 300-Marke erreicht oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Ich hoffe mal. Und da oben liegt schon wieder was. Das muss ich mir jetzt holen. Kann ja nur positiv sein. Ja, ein Lazulissant-Set. Da ist auch schon wieder was. Okay. Okay, ist das immer hier hinten? Muss ich mir merken. So, 207 Mal war der letzte Stand. Ich habe jetzt nicht nachgezählt. Es kam mir nicht wirklich vor, dass wir jetzt schon 93 Leute angerempelt haben. Doch, okay. 343 Mal. Banner-Marke hier. Nimm die Reißzähne. Du hast 12 Mal den Kopf gestoßen und 7 Mal ausgerollt. So, jetzt brauche ich noch. Das ging jetzt aber schnell. Mir kam das gar nicht so vor. So, jetzt war das doch mit den Reißzähnen, um die Platin-Schwerter zu bekommen. Dann gehen wir jetzt mal zum Schmied. Und schauen mal, ob ich recht habe. Wir gehen mal hier raus. Da hat sie wieder was Schönes. Und dann würde ich mal vorschlagen, ich mache da mal die Seite auf. Wenn ich das jetzt hier mache, wird das alles mit unnötigem Bild vorkommen. Und das wollte ich jetzt nicht. Ich werde das beim nächsten Mal besser hinkriegen. Warte mal, der Schmied ist da hinten. Über die Brücke da. Ach so. Härtepolitur. Gut. Ich habe nur was klacken gehört und wusste jetzt nicht, woher das kam. Einfach reinspringen. Und dann einfach rüberschwimmen. Passt das auch schon. So. Und hier ist unser Schmied. So, Waffen. Genau, das war das. Damit haben wir das Platin-Schwert. Zack. Machen wir noch einmal eine Runde. Und können. Achso, ich habe kein Geld mehr. Das ändern wir doch gleich. Okay, so. Reptilienreißer. Nein. Silberschwert. 5000. Ritualus, Reptilienreißer, Platin-Schwert, 15.000. Davon haben wir schon 3 Stück. Und können weitermachen. Und kriegen ein Goldschwert. Sehr schön. 4.000. Hervorragend. So. Gladiator. Können wir nicht mehr aufwerten. So wie die hier. Ein Salamanderknochen. Ockernagel. Wo bekommt man die Sachen eigentlich alle her? Ich weiß es nämlich nicht. So. Das Ausrutschen. Das wird wahrscheinlich schwieriger. So wie das Schild. Stoßen. Gut, dann müsste man jetzt die ganze Zeit hier jetzt hin und her machen. Dann sollte es funktionieren. Aber wie gesagt, das ist die mühsamste Arbeit, gegen dazu den Rempeln. Und das mit dem Ausrutschen. Das könnte man wirklich nur die ganze Zeit
offline machen. Ja. Ansonsten fällt mir hier nichts ein. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, welche Nebenquest ich jetzt machen könnte. Vielleicht der hier. Heading to Artisan's Way to purchase local goods. They're a great investment. Das ist der Straße zum Anfänger. Erzähl mir mehr. Merchants like me come to Lazarus Island to buy local products to sell elsewhere. Even without leaving the island, you can make a tidy profit if you play the market. Trade is what makes the world go round. It's the only way to make your fortune. Just watch out for market trends and sell your stock quick when prices are high. Uh-huh. Heading to Artisan's Way to put... I wish you the best of luck in your business endeavors. Merkt ihr, das ist ein Wecker. Das scheint wohl eine Nebenquest zu sein. Das kapiert. Ich habe gesagt, gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. What's the big idea? Ach, hier ist er schon wieder. Nee, ist ein anderer Bürger. Wenn man fünf davon richtig ist. So. Moment mal, was war das? Kennst du die Dinger, die in der Stadt manchmal einfach auf der Erde liegen? Immer wenn ich eins aufhebe, sehe ich ein paar Schritte weiter das nächste. Wenn man fünf davon richtig schnell einsammelt, findet man was Tolles. Als ob wir alle irgendeine Macht geleitet werden. Ach so, das sind die Dinger, ne? Da wo ich meistens nur das erste schaffe und das zweite nicht so schnell. Ja. Ja gut, ich würde sagen. Ja gut, doch, doch. Ich werde mich jetzt mal schlauer machen, was die Nebenquest angeht. Da lag was. Ein paar Schritte. Oder? Das meine ich. Wo ist er denn jetzt? Ein paar Schritte weiter. Da war wieder der Anfang und der nächste war irgendwie bestimmt unter mir. Und ist 0,x verschwunden. Knock it off. Ja, was ist eng hier? Was verlangst du? Habt ihr noch mal was? Ow, that hurt. So. Was ist denn jetzt? Schon wieder weg oder wie? Na, na egal, lassen wir das einfach mal. Ja gut, Leute. Wir machen in der nächsten Aufnahme mal ein paar Nebenquests, also die, die wir machen können. Ansonsten bleibt uns nur noch der Graf übrig. Der wollte mit uns reden. Oder wir werden mit Harris die Harris-Aufgaben machen oder das verschollene Kind. Das das nicht der verschollene, sondern das gekidnappte Kind befreien. Wenn es das Vieh ist, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Ah, das wird wieder ein bisschen unschön. Aber okay. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Kapitel welches ist. Es ist so wie bei Mirania und Yurik. Man hilft welchen und man aktiviert quasi ein Kapitel. Harvest ist Kapitel 22. Müsste es sein, mindestens. Das müsste vielleicht das Herrenhaus sein. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Irgendwann kam das. Naja, egal. Wir werden es noch erfahren, wenn wir ihnen helfen werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's mit The Last Story. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir eine positive Bewertung da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.